in vollen Bussen, die übers Rollfeld gefahren werden. Und in München sieht das nicht anders aus. Herr Scheuer, wie kann das sein? Warum gibt es keine Corona-Checks für Menschen, die aus Italien nach Deutschland fliegen? Also wir sind natürlich sehr, sehr eng mit den Behörden vor Ort bei den Flughäfen abgestimmt. Und wir checken ja jede Verbindung, nicht nur von Italien, sondern auch von anderen Kontinenten, um zum einen natürlich die notwendige Versorgung, was Cargo betrifft, aufrechtzuerhalten und zum anderen natürlich die Flughafeninfrastruktur, was die gesundheitliche Aufsicht und die gesundheitliche Versorgung betrifft, aufrechtzuerhalten. Und da sind wir sehr, sehr eng abgestimmt. Wir gehen natürlich umso kontrollierter vor und machen auch Kontrollen. Okay. Wir wollen heute Abend auch unsere Zuschauer zu Wort kommen lassen. Fragen an Sie, hier kommt die erste. Hallo, ich bin Marion Ditscheid, sitze hier am Flughafen und frage mich, warum aus dem Risikogebiet Italien hier Flüge landen können und zum Beispiel Iran oder China keine mehr. Wir schauen jetzt alle Verbindungen an. Sie müssen ja wissen, die Flugzeuge haben ja gewöhnlicherweise nicht nur Passagiere drin, sondern notwendige Cargo-Ladung, das heißt Fracht, die wir brauchen. Deswegen stimmen wir uns unter den europäischen Verkehrsministern intensiv ab. Wir stimmen uns national mit den Flughäfen ab. Es wird jede Verbindung besprochen und jede Verbindung durchgegangen. Und das, was jetzt notwendig ist, ist es eine Sensibilisierung der Bevölkerung, dass die Reisetätigkeiten eingestellt werden, sodass wir die Versorgung auch über die Frachtflugzeuge sicherstellen können.